Ja, herzlich willkommen hier in unserem Filmstudio Bito World. Mein Name ist Janina Blum und heute dürfen wir als Gast unseren Business-Unit-Leiter Uwe Sponheimer begrüßen. Wir möchten über das Thema Bito-Projekt sprechen, denn Anfang des Jahres hieß es, dass Bito sich neu aufstellt. Uwe, was genau bedeutet das? Hallo Janina. Ja, was genau bedeutet das? Wir haben uns konsequent neu ausgerichtet bei Bito. Heißt, wir haben uns nach den Kundenbedarfen ausgerichtet, nach den entsprechenden Geschäftsfeldern, haben drei neue Business Units gegründet, die Business Unit Lösung, die Business Unit Projekt und die dritte Business Unit Kunststoff, die in den beiden anderen Business Units einhergeht. Letztendlich haben wir gespürt, dass in den letzten 10 Jahren die Bedarfe sich verändert haben, also auch die klare Kundenansprache unterschiedlich ist in den entsprechenden Segmenten. Die Projekte sind überproportional gewachsen, das heißt, wir sprechen heute wirklich von den 10 Millionen Projekten, die sind, ich würde fast behaupten, Daily Business. Also wir haben mehrere Projekte sowohl in der Sales-Phase, in der Bearbeitung, aber auch in der Abwicklung. Also es ist wirklich ja, eher die Regel als die Ausnahme. Okay, sprechen wir denn jetzt hier nur von einer Neuorganisation oder wie dürfen wir das verstehen? Nein, es ist definitiv mehr als eine Neuorganisation. Also wir haben neue Grundsteine gelegt und auch Entscheidungen getroffen. Wir haben die Vorplanung ins Leben gerufen. Das ist eine Schnittstelle zwischen Sales und Abwicklung, die ganz, ganz früh Entscheidungen trifft, Make-or-Buy-Entscheidungen, um professionell uns in diesem Kundensegment aufzustellen. Wir wachsen mit unseren Partnern in Nordamerika, in Australien, in Kanada, China. Also wir sind wirklich in allen Herrenländern dieser Welt unterwegs und folgen unseren Partnern. Also es ist weitaus mehr als eine reine Neuorganisation. Fällt denn jetzt das Produkt in den Hintergrund? Das heißt, spielt das jetzt eher eine Nebenrolle? Ich muss überlegen, wie ich antworte. Ich sage, das gute Produkt und die Qualität ist die Eintrittskarte. Und auch unser Inhaber steht für intelligente Produkte wirklich über Jahrzehnte und mit unserer 175 Jahre Erfahrung und auch starker Erfahrung in der Lagertechnik. Seit 1959 würde ich sagen, wir haben uns immer neu erfunden. Einen ultra hohen Qualitätsanspruch und das schätzen auch unsere Kunden. Das ist die Eintrittskarte. Wir spüren aber genau in meinem Geschäftsfeld, dass es eben mehr ist als nur das reine Produkt. Es sind die Prozesse und es ist die Projektbeherrschung. Also wie transportiere ich heute meine Produkte in der richtigen Zeit an den richtigen Ort? Wie bekomme ich 300 Containerladungen entsprechend nach Australien an einen Verbringungsort und das in der richtigen Zeit, in der richtigen Montagesequenz? Das sind die neuen Herausforderungen, genauso wie Anforderungen an Mindestlöhne, Entsendungsrichtlinien, dass unsere Kunden letztendlich ruhig schlafen können und wissen, sie sind gut aufgehoben. Okay, handelt es sich denn jetzt hier um eine Resilienz oder Individualisierung der Produkte? Gut, ich sag mal, Individualisierung ist absoluter Fokus in unserem Segment. Wir haben seit Jahren die Abteilung kundenspezifische Entwicklung. Dort ja, arbeiten wir für unsere Partner wie in einer OEM-Beziehung. Letztendlich ja analog zur Automobilbranche. Unser Geschäftsführer hat mal trefflich formuliert, wir sind der Bosch der Lagertechnik. Damit drückt man vielerlei Dinge aus. Also verlässlicher Partner sein, aber auch die Daten und Informationen, die man von Partner A gewinnt, diese nicht zu übertragen auf Partner B. Also wir genießen Vertrauen und wir zeigen auch unseren Kunden, dass sie uns vertrauen können. Eben wir hüten die Geheimnisse an der Stelle. Okay, ja, da erntest du ja auch viele neue Ideen. Wir ernten sehr viele neue Ideen und das Entscheidende hierbei ist wirklich, dass die Informationen, die über unsere Kunden zu uns gelangen, dass die auch wirklich genau bei Kunden A eben bleiben. Okay, ich möchte noch auf ein anderes Thema eingehen und zwar hat Bito die Projektpartner vor einiger Zeit sehr überrascht. Und zwar haben wir dem Markt ein Bito Shuttle präsentiert, also ein Automatisierungssystem. Möchtest du dazu bitte noch kurz was sagen? Ja, gerne. Auch wir entwickeln uns weiter. Also es handelt sich dabei um ein Halbautomatik-Shuttle. Wir werden uns nicht in die Vollautomatisierung bewegen, das ist klar. Und auch dieses Geheimnis konnten wir ganz schnell lüften und ja. Okay, sehr gut. Nochmal kurz, um auf den Markt zurückzukommen, habe ich noch eine Frage. Ist Bito denn im Moment in einem Krisenmodus? Wie würdest du das beschreiben? Grundsätzlich würde ich sagen, wir befinden uns alle miteinander in einer Krise. Also letztendlich die Covid-19-Krise, die uns ja weltweit im Griff hat, würde ich fast behaupten. Rein aufs Business bezogen muss ich sagen, dass diese natürlich auch Einfluss nimmt, gerade auf den Sektor E-Commerce, Fashion, Food, wodurch wir einen riesigen Boom erleben und ich ja, würde mit Fug und Recht behaupten, dass wir in der richtigen Branche unterwegs sind
Und wir versprühen absoluten Optimismus in die Zukunft, um auch entsprechende Versorgungssicherheit zu bieten. Beispielsweise haben wir ja auch entsprechende Behältersysteme, die uns in die Lage versetzen, eben Impfstoffe in dem richtigen Temperaturfenster zur Verfügung zu stellen. Ja, richtig, sehr schön. Damit neigt sich unser Interview auch schon dem Ende zu. Vielen Dank für das spannende Gespräch und für unsere Zuschauer. Mehr Informationen finden Sie unter www.bito.com. Bis zum nächsten Mal.